Kellerwände aus Beton. Hi, schön, dass du vorbeischaust. Hier siehst du auf dem Video, wie die ganzen Wände per LKW angeliefert wurden. Die Wände werden nach einem Schema aufgerichtet, fixiert durch Stützen und unten zwischen den Lattenreihen hineingelassen. Einerseits halten die Latten fest, wo die Wände stehen sollen, und andererseits soll auch der Beton da nicht rausfließen. Durch die Fertigwände wird die Arbeit auf jeden Fall leichter und schneller. Leider hatte der Kranfahrer etwas wenig Platz, deswegen musste er die Platten über den Kran heben. War nicht so einfach. Nachdem die ganzen Betonwände fixiert wurden, wurden auch an den Ecken Laschen angebracht, damit der Beton, der reinkommt, nicht die Wände auseinanderdrücken kann. Zusätzlich wurden alle Spalten mit Brettern versehen, damit der Beton nicht rausfließen kann. Durch die Fertigwände entfällt jede Arbeit mit der Schalung. Die Wände werden später außen mit Bitum eingespachtelt oder mit Brunnendicht eingestrichen. Styroporplatten und Noppenfolie wird später angebracht. Es wurde auch ein Gerüst aufgestellt, um die Betonarbeit zu erleichtern. Hier sehen wir, dass der Beton schon eingegossen wurde und abgerüttelt und einige Stäbe hineingelassen wurden. Mal schauen, was weiter passiert.